Einen schönen guten Abend, liebe Trader. Kurze Frage. Bevor wir mit dem Webinar beginnen, würde ich gerne einen Soundcheck machen. Vielleicht einfach kurz mal in den Chat reinschreiben, ob man mich hören kann. Eins, zwei, drei, Test. Kann man mich hören? So, alles gut, der Ton ist da. Bild und Ton sind gut. Danke für den Hinweis. So, wir werden jetzt mit dem Webinar über Nicolas Davas starten. Nicolas Davas, der tanzende Trader und wie er aus 25.000 US-Dollar innerhalb von 18 Monaten einen Gewinn von sage und schreibe 1,8 Millionen erwirtschaftete. Dazu, wie immer, der obligatorische Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur der Schulung. Jeder, der an den Börsen handelt, ist für sich selbst verantwortlich. CFD-Handel, Future-Handel, Aktienhandel etc. sind oder können gefährlich werden und jeder ist letztendlich für sich selbst verantwortlich. Soweit dazu. Gut, wer wird sich heute die ganze Stunde unterhalten? Ich bin Uncelovic Dejan. Ich bin der Agina Trader Coach. Bin seit 5 Jahren bei Agina Trader. Mache hier das Business to Business, mache das Marketing und mache in meiner Freizeit die Agina Trader Coachings. Meine Webseite und was sonst noch so bei mir gefunden werden kann, kann man unter der Webadresse thinkandtrade.net finden. Wenn es Fragen oder Hinweise gibt, einfach an coach@thinkandtrade.net schreiben. So. Dann, was erwartet sich heute? Heute haben wir das Webinar in zwei Teile gesplittet. Die ersten 20 Minuten werden Sie mit mir verbringen. Ich werde ein bisschen was über den Nicolas Davas erzählen, wie er zu seinem Ansatz gekommen ist, was ihn so einzigartig macht. In den anderen Teil, da geht es um die Praxis. Wie wurde diese Strategie im Agina Trader implementiert, wird circa 40 Minuten dauern. Das macht mein Kollege Son Leitner Manuel. Wird circa 40 Minuten dauern. Und diese 40 Minuten Praxis umfassen die Handelsvorbereitung, den Screening-Prozess, das Listenmanagement, die Signale, die in dem Add-on zur Verfügung gestellt werden, das Davas Breakout sowie das Davas Potential Breakout. Dann werden wir uns mit dem Stop-Management, also mit den Soft-Stops und den Hard-Stops beschäftigen. Und am Ende gibt es dann eine Frage- und Antwortrunde. Das heißt, Fragen werden von uns erst zum Schluss beantwortet. Soweit dazu. So, das Ganze, was wir heute durcharbeiten, gibt es auch in Buchform. Ich kann dieses Buch wirklich einem jeden ans Herz legen, ob er jetzt diesen Handelsansatz handelt oder nicht. Es ist eine irrsinnig spannende Story und es macht Spaß, es zu lesen. Ich lege mal den Link später in den Chat rein, beziehungsweise einen Moment, habe es gefunden. So, der Link ist im Chat. Die deutsche Ausgabe ist im Moment vergriffen. Die englische lässt sich aber sehr leicht lesen. Das heißt, selbst mit Basis-Englischkenntnissen können Sie dieses Buch genießen. Es ist wirklich, wirklich gut. Eigentlich einer meiner Lieblingsbücher. Ja, so viel dazu. Dann, wer war eigentlich dieser Nicolas Davas? Nicolas Davas war ein Momentum-Trader, ein Trendfolger mit einem
End-of-Day-Ansatz. End-of-Day deswegen, wir befinden uns in den 1950er, da hat es den Computer in dieser Form nicht gegeben und als Tänzer war das ständig auf Reisen, aber dazu komme ich noch. Geboren ist daher 1920 in Ungarn, studierte dort Soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Budapest, flüchtete während des Zweiten Weltkriegs in die Türkei und lernte in Istanbul tanzen. Anschließend emigrierte er 1951 in die USA und er und seine Schwester wurden professionelle Tänzer. Das Jahr 1952, die erste Aktie und der Start, eine beispiellose Karriere als Spekulant. Und hier fängt die Geschichte an. Wie gesagt, ich referenziere einige der Folien im Prinzip direkt aus dem Buch, um euch einfach ein bisschen Appetit auf mehr zu machen. So, also, ich hatte das Ganze angefangen. Also der Nicolas Davis, wir haben ja schon erwähnt, er war ja Tänzer. Und 1952 war er in Kanada, wurde in einem Auftritt oder bei einem Auftritt in Toronto in Aktien bezahlt. Er erhielt als Gage 6.000 Aktien der Firma Billund bei ca. 50 Cent pro Aktie. Nach einigen Monaten stand die Aktie bei 1,90, hübscher Gewinn. Das war so der Punkt, wo der Nicolas Davis angefangen hat, für den Aktienmarkt zu brennen, also wirklich zu brennen. Er hat 6 Jahre lang verbracht, um herauszufinden, wie der Aktienmarkt funktioniert. Hatte irrsinnig viele Try-and-Error-Momente. Das heißt, er hat sich zu gegebenen Zeitpunkt mal auf Tipps von anderen Händlern, von Freunden verlassen oder damals in den 50er Jahren diverse Newsletter von diversen Brokerage-Häusern etc. Ist irrsinnig oft auf die Nase gefallen, hat sich aber immer wieder zurückgekämpft. Was beachtenswert gewesen ist in diesem Zusammenhang, was er von Anfang an realisiert hat und das vor sagen wir mal 60 Jahren, dass er seine Stops immer irre eng gesetzt hat, um im Spiel zu bleiben. Das heißt, er hat schon damals realisiert, dass der Stop im Prinzip dazu da ist, sein Konto zu schützen. Ein Trader ohne Konto ist kein Trader. So einfach ist das. Hat über 200 Bücher gelesen, hat sich Anregungen geholt, hat vieles ausprobiert, bis er an den Punkt gekommen ist, wo er seinen eigenen Handelsansatz entwickelt hat. Und dieser Handelsansatz ist der sogenannte technofundamentale Handelsansatz. Das heißt, er hat es mit reiner technischen Analyse probiert, hat ihn nicht sehr weit gebracht. Er hat es mit Fundamentaldaten versucht. Auf beiden Seiten hat er Vor- und Nachteile gefunden. Zum Schluss hat er diese zwei Ansätze kombiniert. Da werden wir ein bisschen ins Detail gehen, aber die Kernaussage ist letztendlich gewesen, die Aktien sind Sklaven der Quartalszahlen. Also Nicolas Davis hat im Prinzip immer nach Aktien von Unternehmen gesucht, die ein ausgezeichnetes Umsatz- bzw. Gewinnwachstum vorweisen konnten. Er suchte nach Zukunftssektoren. In den 1950er könnten das von mir aus die Autoindustrie oder die Flugzeugindustrie gewesen sein. Und aus diesen Zukunftssektoren suchte er sich die stärksten Aktien der jeweiligen Sektoren heraus und beobachtete die Umsatzaktivitäten. Er hat prinzipiell Aktien bevorzugt, die unter niedrigen Umsatzaktivitäten im Preis gestiegen sind. Und dann durch starke Umsatzaktivitäten, durch einen Katalysator oder was auch immer, nach oben katapultiert wurden. Im Zuge seiner erwähnten Try-and-Error-Geschichte hatte natürlich auch seine Davis-Box-Theorie entwickelt und dazu komme ich dann etwas später, was diese
Davasbox tatsächlich ist, wie sie aufgebaut ist und was es damit auf sich hat. Ich möchte jetzt einen kurzen Schritt zurück in den Handel der 1950er Jahre machen, weil das ist, glaube ich, für jeden Trader sicherlich spannend, was damals so abgegangen ist, wie damals getradet wurde. Einen Moment, jetzt kommt's. So, also, Trading in den 1950er. Damals war als Tänzer ständig auf Reisen. Das heißt, er hat nicht die Gelegenheit gehabt, so wie wir, jeden Tag auf den Chart zu gucken oder sich irgendwie in irgendwelche Minutencharts einzugraben. Das hat es damals schlicht und einfach nicht gegeben. Als Tänzer wollte er natürlich up-to-date sein. Was hat er gemacht? Er hat sich die Informationen aus der Zeitung Barron's, das war damals wahrscheinlich so etwas wie ein Wall Street Journal, diese Zeitung hat er sich abonniert und hat sich diese damals, wo auch immer er auf der Welt gewesen ist, nachschicken lassen. Das heißt, alle Informationen, die er während seiner Tournee gehabt hat, war zu dem Augenblick veraltet, als er es in den Händen gehalten hat. Was hat er gemacht, um dem Ganzen ein bisschen auszuweichen? Er nutzte die Technik der Zeit. Und das war damals das Telegramm. Dazu muss man sagen, das Telegramm war früher relativ teuer. Das heißt, man zahlte pro Zeichen. Und er hat sich quasi mit seinem Broker abgesprochen. Sie haben sich quasi eine Formel vereinbart, was ihm sein Broker täglich schicken soll. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass er sich nur die High and Lows sowie das Kürzel des Wertpapiers zuschicken hat lassen. Und später dann noch das Closing des Dow Jones. Das hat so ausgeschaut. Als Beispiel, die Aktie, nennen wir sie mal B, 32,5 ist der aktuelle Kurs. Das High bei 34,5, das Low bei 32,375. Die Aktie L steht aktuell bei 57. Das High bei 58, das Low bei 58,625 und das Low bei 57. Und dann wollte noch das Closing des Dow Jones haben, in diesem Fall 482,31. Sendete seine Orders per Fax. Fax ist falsch, Fax hat es damals nicht gegeben. Er hat sie per Telegram geschickt. Er hatte, das Telegramm sah so aus. Bei 200 Lorillard zu 27,5 und Stop, also Stop, er ließ sich einstoppen mit einem Stop-Loss bei 26. Das heißt, man sieht hier jetzt schon, dass er sehr eng eingestiegen ist. Und was für die meisten Trader heutzutage eine Katastrophe wäre, wenn sie erfahren würden, dass erst Tage später erfahren würden, dass sie einen Fill bekommen haben, war in dieser Zeit normal. Das heißt, wie eingangs schon erwähnt, da ist keiner damals ständig in irgendeinem Minutenchart herumgesprungen. So viel dazu. Dann kommen wir mal zu der Davasbox und wie sie gebildet wird. So, die Aktie macht ein neues Hoch. Dieses Hoch darf für 3 Tage nicht überschritten werden. Dies bildet dann die obere Begrenzung der Davasbox. Ich zeige Ihnen das noch. Im Laufe der Zeit bildet sich ein neues Tief aus. Dieses Tief darf für 3 Tage nicht unterschritten werden. Dies ist die untere Begrenzung. Und so schaut das Ganze aus. Hier haben wir Amazon. Nehmen wir mal diese Box hier als Beispiel. Also, die Kurse bewegen sich. Ich komme jetzt hier rein, habe mein Hoch. Die nächsten 3 Tage, 1, 2, 3, wurde kein neues Hoch gebildet. Das heißt, dieser Punkt hier ist mein neues Hoch. Jetzt brauche ich für die Davasbox aber auch noch ein Tief. Das heißt, die Kurse laufen weiter. Hier haben wir ein Tief. Dieses Tief wurde für 1, 2, 3 Tage nicht unterschritten. Das ist mein Tief. Der Ausbruch aus der Davasbox, zu dem kommen wir auch noch. Aber was wichtig ist zu verstehen,
Wie gesagt, der Dawas war ein Techno-Fundamentalist. Und da komme ich jetzt gleich zu einer nächsten Folie. Das Zitat von Nicolas Dawas und was er über seinen Gedankengang, wenn er Aktien kauft, nennen wir es mal so. My basic principle of stock market investment is that the only valid reason for buying a stock is that it is rising in price. If the price is rising, no other reason is needed. If the price is not rising, no other reason are worth considering. Was heißt das im Prinzip? Mein einziger solider Grund für den Kauf einer Aktie besteht darin, dass ihr Kurs steigt. Wenn das geschieht, braucht man keinen anderen Grund. Geschieht das nicht, muss man auch keinen anderen Grund berücksichtigen. Was Nicolas Dawas damit sagen will, ist, er hat sich in keine Aktie verliebt. Es gibt ja viele Investoren, die sind ja quasi mit bestimmten Aktien seit Jahren und Jahrzehnten verheiratet. Wenn man aber Performance haben will, so wie es der Nicolas Dawas gemacht hat, geht es darum, wirklich nur die stärksten Aktien zu handeln, die Verlierer schnell abzudrehen und die Gewinner laufen zu lassen. Man muss nicht sein Geld in Verliereraktien stecken. Das Kapital ist geblockt, man kann es nicht nutzen, der Margin Level steigt etc. etc. Das heißt, der Nicolas Dawas, der wollte nur echte Performer haben. So, kommen wir jetzt zu der berühmten Dawas-Strategie. Dazu sage ich auch ein, zwei Worte. Also, wir haben uns jetzt bereits darauf geeinigt, dass die Dawas-Strategie ein Trendfolgeansatz ist, ein Momentumansatz ist. Der Nicolas Dawas hat nach neuen Jahres- bzw. Mehrjahreshoch gesucht. Die Aktie muss mindestens 100% Anstieg seit dem Jahrestief und einen Ausbruch aus der Dawas-Box vorzeigen können. Er hat darauf geschaut, dass die Aktie unter gesteigerten Umsatzaktivitäten ausbricht. In einem Zukunftssektor, in einem Unternehmen mit hohen Gewinnsteigerungen. Und er hat ein sehr striktes Trade Management verfolgt. Sein Stop-Loss hat er kurz unterhalb des Einstiegs platziert. Was kurz unterhalb des Einstiegs hat, konkret heißt, das wird mein Kollege dann später im Agena Trader im Live-Markt herzeigen. Die untere Dawas-Begrenzung wurde der sogenannte Trailing Stop, bei Agena Trader auch zum Teil der Soft Stop genannt, je nachdem, wie man sich sein eigenes Setup platziert hat. Und ein modernerer Ansatz des Stop-Managements in Bezug auf den Dawas sind die sogenannten Ghostboxen. Dazu wird der Manuel später ein bisschen mehr erklären. Das heißt, im Prinzip ist die Strategie wirklich simpel. Suche dir eine Aktie die auf ein neues Mehrjahreshoch ausbricht, eine echte Performance gezeigt hat, gesteigerte Umsatzaktivitäten gezeigt hat, in einem guten Zukunftssektor und in einem Unternehmen mit hohen Gewinnsteigerungen. Im Prinzip wirklich einfach. Und das Beste an dieser Strategie ist, das ist eine End-of-Day-Strategie. Das heißt, diese Strategie ist für Berufstätige geeignet. Und damit man sich das Ganze leichter merkt, ich habe heute eine wirklich geniale Eselsbrücke gefunden. Die schaut so aus. Da war's, die Eselsbrücke. D. Direction of the Market, die Richtung des Marktes. Hier wäre wichtig zu wissen, der Dawas-Ansatz ist ein Long-Only-Ansatz. Long-Only. Macht nur in Bullenmärkten Sinn, macht nur dann Sinn, wenn die Märkte ordentlich korrigiert haben, wenn man
sich als Trendfolger positionieren will. Wir haben im Gina Trader die Möglichkeit geschaffen, dass Sie auch ein DAVAS Short haben, aber da kommt dann der Manuel im Praxisteil dazu. Dann das A, Accelerated Earning and Sales, Wachstum im Umsatz und im Verkauf, Relative Price Strength and Return on Equity. Wie stark ist die Aktie im Vergleich zu anderen Aktien im bestimmten Sektor, im bestimmten Markt? Volume Increasing, erhöhte Handelsaktivitäten. A, Aggressive Growth Group, gehört die Aktie zu einem Zukunftssektor? Das habe ich bereits heute zwei oder dreimal erwähnt. Und Sound Base Pattern, bricht die Aktie auf ein neues Hoch aus? Also, das ist quasi die Eselsbrücke. Relativ einfach. Nun wird sich wahrscheinlich der eine oder der andere fragen, wie performt denn eigentlich diese Strategie 60 Jahre später? Wir haben einen Backtest gemacht. Dieser Backtest ist nicht optimiert worden. Wir haben keine Betrachtung der Sektoren drin gehabt. Wir haben keine Betrachtung der stärksten Aktien im jeweiligen Sektor gehabt. Wir haben keine Optimierung der Stop-Techniken, zum Beispiel durch den Ghost-Stop. Wir haben nur die S&P 100 Aktien und wir haben nur Long-Only gehandelt. Das heißt, um diese Strategie richtig ordentlich backzutesten, braucht es wirklich Zeit. Vielleicht können wir das später nachliefern. Dennoch ist das Ergebnis des Backtests, so wie wir ihn haben, beeindruckend. So schaut das aus. Das heißt, aus 10.000 Dollar wurden innerhalb von 6 Jahren im Hoch, sagen wir mal, 23.000 Dollar. Man sieht, man hat fast keine Drawdown-Phasen, hier vielleicht ein wenig was und dann diese lange Seitwärtsphase hier. Die kann man aber durch weitere Backtests, indem man das Stop-Management eventuell mit Teilverkäufen, eventuell mit Ghostboxen etc. optimieren und ausglätten. Letztendlich bleibt zu sagen, dass wir hier in diesem betrachteten Zeitraum den S&P 100 um in etwa 20-30% outperformt haben. Aber da kann dann Manuel das eine oder das andere dazu sagen. Das war jetzt mal wirklich in aller Kürze das Wichtigste über den Herrn Davas, was er so in seinem Leben gemacht hat, wie er zu seinem Handelsansatz gekommen ist. Ich finde, der Herr ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und ich erwähne nochmals das Buch. Das Buch ist richtig gut, kann ich wirklich jedem Trader ans Herz legen. Ich für meinen Teil bin im Prinzip für den Moment durch. Manuel, bist du noch bei mir? Ich bin natürlich bei dir, Dan. Alles klar. Gut, ich glaube, die Teilnehmer haben jetzt genug von der Theorie und möchten das Ganze sehen, wie das im Gina Trader implementiert wurde und was du so dazu zu sagen hast. Ich werde mal an dich übergeben. Bin schon da, hab mir schon ein Bildschirm geschnappt von dir, Dan. Danke. Ich glaube, mein Bildschirm sollte schon zu sehen sein. Ja. Und man hört mich auch. Ja. Hoffentlich, ja, sehr gut. Okay, dann ich lese gerade die erste Frage schon, wird das aufgezeichnet? Das Webinar wird aufgezeichnet, ja. Okay, und damit mal auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Nachmittag. Dan, danke für die nette theoretische Einführung in die Davos-Strategie, die, wie auch ich finde, eine wirklich sehr, sehr hochpotenziale Strategie ist. Also ich, wie schon erwähnt, ich werde den theoretischen Part, den praktischen Part übernehmen. Die Theorie hat der Dan schon gemacht. Und so. Es ist zwar der praktische Part und ich bin auch kein großer Freund von PowerPoint. Ganz ohne geht es dann aber doch nicht. Ich habe ein paar Folien für Sie vorbereitet und es folgen aber dann gleich die ersten Screenshots zum Durchbesprechen und dann gehen wir gleich in den Gina Trader, damit Sie wirklich das Ganze auch sehen, wie das Ganze sich in der Handelssoftware dann zeigt und wie das Ganze aussieht, wie wir die DAVAS-Strategie umgesetzt haben.
ganz kurz zum Start. Also ich bin jetzt der John Leitner Manuel, ich bin Head of Add-on Development bei AginaTrader, bin seit 3 Jahren bei der Firma, bin jetzt wir haben dieses Jahr Algo Quantix gegründet, mit denen wir professionelle AginaTrader Add-ons programmieren. Das nur am Rande, wen das noch interessiert, der kann auf unserer Website schauen, algoquantix.com. Das war es damit auch schon wieder. Und wir gehen auch schon wieder ins Wichtige, nämlich zuerst mal, was ist im Davas Add-on im AginaTrader enthalten? Das heißt, wir haben vor ein paar Wochen dieses Add-on released. Was ich jetzt machen werde mit Ihnen, einerseits, ich gehe jetzt die Inhalte durch, die drinnen sind. Sie hören dann von mir einerseits, wie gehe ich das Ganze an im Handel, wo fange ich meine Marktvorbereitung an, wie sortiere ich meine Instrumentlisten, das heißt, wie bekomme ich oder was macht das Add-on auch schon für mich, damit ich wirklich die Instrumentlisten sehe und die Aktien vor mir habe, die den Davas-Kriterien entsprechen. Das haben wir ja automatisiert. Dann hören Sie natürlich die Signale. Welche Signale gibt es im AginaTrader bezüglich Davas im Add-on? Und auch sehr wichtig natürlich, wie wir auch gehört haben, die Stops waren dem Davas schon immer wichtig. Und natürlich sollen die auch heute in unserem Handel wichtig sein. Und es gibt 3 Stops, die ich mit Ihnen durchbespreche. Und wir werden das circa eine halbe Stunde drüber sprechen. Und wie gesagt, dann kommt eben die Fragen- und Antworten-Runde. Also beginnen wir mit den Inhalten. Es ist einiges im Add-on enthalten. Das sind eben, wer es nicht kennt, Add-on heißt eben im AginaTrader, es gibt die normale Andromeda-Lizenz und dann gibt es das Davas Add-on, das ist ein Zusatzpaket, mit dem Sie eben alle Funktionalitäten erwerben, damit Sie die Davas-Strategie wirklich optimal umsetzen können und auch Ihren Handel darauf auslegen können. Prinzipiell haben wir gehört, Davas hat End-of-Day gehandelt. Das heißt, auch unser Workspace im AginaTrader ist auf End-of-Day ausgelegt. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht völlige Freiheit hätten, das alles auf Ihrer beliebigen Zeiteinheit umzusetzen. Das heißt, Sie können vom Minutenchart über den, was auch immer Ihnen einfällt, den 18-Stunden-Chart können Sie nehmen und dort Ihre Davas-Boxen berechnen lassen und auch die Signale berechnen sich je nachdem auf jede beliebige Zeiteinheit. Sie können das in jedem Markt machen, ob Aktien, ob CFDs, ob Forex oder Futures, es ist völlig egal, in jedem Markt ist das Ganze anwendbar. Also jetzt das Add-on und auch die Strategie natürlich. Und wie es der Dejan gesagt hat, Nicolas Davas hat nur long gehandelt. Natürlich auch dem geschuldet, dass es in der Zeit für einen Retail-Händler eigentlich noch keinen Short-Handel gegeben hat. Und natürlich war auch in dem Bullenmarkt, ist es schon eine gute Idee, long-only zu handeln. Wir haben aber da der AginaTrader natürlich alles unterstützt, jede Handelsrichtung, haben wir gesagt, wir machen die Signale für long und short und Sie können dann einfach selbst entscheiden, möchte ich short handeln oder möchte ich wie Davas nur long handeln. Es macht natürlich auch ein Short-Signal kann auch Sinn machen. Das ist dann jedem selbst überlassen, ob er es handeln möchte oder nicht. Das ist ja das Schöne im AginaTrader auch. Man kann halbautomatisch handeln, man kann selbst nochmal entscheiden, will ich das Signal jetzt handeln oder will ich es nicht handeln. Nicht wie bei einem Vollautomaten, bei einer Blackbox, die man irgendwo sich kauft, dass man nur sieht, okay, der Algorithmus geht jetzt long und man kann selber nicht mehr eingreifen. Das ist was sehr Gutes im AginaTrader. Okay. Also das erste, was enthalten ist, sind 2 Indikatoren im Paket. Das ist der Davas Pro Indikator. Das ist jetzt ganz grundsätzlich einfach die Davas Box Kreation im AginaTrader. Wer den Agina schon länger hat oder wer den Agina kennt, weiß, es gibt einen Davas Indikator darin enthalten. Das heißt, es gibt schon einen Indikator, der die Davas Boxen prinzipiell berechnet. Wir haben den aber weiterentwickelt, da wir einfach diese Weiterentwicklung benötigen, damit wir die Signale wirklich effektiv berechnen können. Und wir haben natürlich dann auch noch so Sachen eingefügt, wie man kann jetzt die mehr Farben einstellen und man kann die Hintergrundfarbe der Boxen so einstellen. Das ist neu, noch nicht die Mega-Innovation, aber haben wir einfach gebraucht, auch um wirklich dann die Signale darauf gut berechnen zu können. Und dieser Indikator ist auf jeden Fall mal enthalten. Der nächste Indikator ist Move Since Last High Low. Dieser Name ist jetzt nicht auch der kürzeste Name. Was dieser Indikator macht? Auch dieser Indikator ist jetzt dafür notwendig, damit wir die Instrumente so sortieren. Wir wissen ja, Davas will nur Aktien handeln oder Instrumente handeln, die sehr gut performen. Das heißt, er möchte eine Aktie laut seinen Originalregeln muss 100% zugelegt haben, damit er die long handeln möchte.
Wir haben das etwas entschärft und gehen und haben zum Beispiel jetzt hier Screening Conditions ab 60%. Das sehen Sie alles gleich dann im Agena Trader. Für diese Berechnung ist aber der Move Since Last High Low Indikator notwendig. Der misst ganz einfach, wie viel Prozent sich eine Aktie bewegt hat. Ich sage immer Aktie, das steht für alle Werte jetzt, für alle Instrumente und alle Assetklassen. Also wie viel Prozent sich ein Instrument seit dem letzten Hoch oder Tief bewegt hat. Und mit dem letzten Hoch oder Tief meine ich, Sie können selbst einstellen, wie lange das zurückgesehen werden soll. Standardmäßig im Paket schauen wir ein Jahr zurück. Das heißt, wir spüren auf oder wir berechnen, wie viel Prozent sich ein Wert seit dem Tief des letzten Jahres bewegt hat. Und wenn das jetzt zum Beispiel über 60% liegt, ist mal eine erste Einsortierung in einer Instrumentenliste wird vorgenommen, weil wir dann sehen, okay, das ist ein interessanter Wert, der schon sehr gut performt hat im letzten Jahr. Den wollen wir jetzt vielleicht, wenn ein Signal kommt, long handeln. Wir geben Ihnen diesen mit, diesen Indikator. Auch ein Grundsatz des Agena Traders ist, Sie können alles frei konfigurieren. Sie können auch sagen, ich will auch schon ab 30% was sehen. Kein Problem, können Sie alles selbst erstellen. Sie können auch sagen, erst ab 200% ist es für mich interessant, dass die Aktie 200% zugelegt haben muss. Deswegen geben wir das mit, damit Sie wirklich selbst Ihren Handelsstil auch einen eigenen, Sie können Ihren eigenen Dialekt der DAWAS-Strategie damit umsetzen. So, die Conditions, die drinnen sind, da haben wir jetzt standardmäßig 10 Screening Conditions drinnen. Die sind eben jetzt, die beziehen sich schon auf den Move Since Last High Low Indikator und die sind ja ganz einfach da für die automatische Sortierung. Wie ich schon gesagt habe, es wird dann alles gleich noch klarer, wenn ich dann in den Agena gehe. Ganz kurz hier noch eben die Textfolie. Also wir sortieren die Werte automatisch für Sie ein. Das wurde so entwickelt, dass Sie dann wirklich Instrumentenliste haben, wo Sie nicht, Sie müssen nicht den ganzen S&P 500 durchschauen, wo sind gute Werte, die gut gelaufen sind. Das machen wir automatisch und Sie bekommen 10 Instrumentenlisten, in denen jeweils zum Beispiel es gibt eine Instrumentenliste 60-70% Up-Move. Das heißt, in dieser Instrumentenliste sind alle Werte enthalten, die seit dem Tief des letzten Jahres 60-70% an Wert zugewonnen haben. Okay, sehen Sie dann alles gleich. Scripted Condition, jetzt wird es interessant zum ersten Mal. Also wirklich interessant bezüglich des Handels. Nämlich die Scripted Conditions sind die Signale. Wir haben im DAWAS Professional Paket das DAWAS Breakout Signal und das Potential DAWAS Breakout Signal jetzt. Was ist der Unterschied? Ein Handelssignal wird ja üblicherweise berechnet, wenn die Kerze geschlossen wurde. Das ist Standard in jeder Handelssoftware. Es muss die Kerze geschlossen sein und dann wird ein Signal berechnet. Was jetzt bei einem Breakout passiert, ist, dass ja oft diese Breakouts aus der Box mit extrem viel Momentum passieren. Das heißt, die Kerze bricht durch die obere Begrenzung der DAWAS-Box, es wird eine Riesenkerze und dann schließt die Kerze und dann erst kommt das Signal, weil erst dann wird berechnet, dann erkennt der Algorithmus, aha, die DAWAS-Box wurde durchbrochen, jetzt gebe ich hier ein Signal aus. Das ist das, was auch wie auch die meisten anderen Trading-Software-Lösungen ein DAWAS-Breakout darstellen. Das ist aber eben suboptimal, wenn man wirklich schon beim Breakout dabei sein möchte. Man bekommt dann erst das Signal, wenn eben schon oftmals ein großer Momentumschub passiert wurde. Das heißt, das DAWAS Breakout-Signal ist eigentlich das Standardsignal. Wir haben das aber dann natürlich einen Schritt weiter getrieben und haben das Potential DAWAS Breakout-Signal erstellt. Was dabei passiert ist, Sie bekommen schon ein Signal, wenn sich der Kurs in den oberen 10% der DAWAS-Box befindet für ein Long-Signal. Das heißt, wenn der Kurs schließt in den oberen 10%, das heißt sehr nahe an der oberen Grenze, bekommen Sie ein Signal, ein frühzeitiges Signal. Das heißt, wir geben damit aus, dass eben potenziell bald ein DAWAS-Breakout passiert. Und das ist etwas extrem Effektives. Man hat das auch in den Backtests gesehen, das DAWAS-Breakout-Signal war zwar gut, aber mit dem Potential-DAWAS-Breakout-Signal ist man von Anfang an dabei und kann wirklich laut DAWAS handeln. Und das auch dann eben wirklich sehr elegant im Agena. Das heißt, wenn sich der Kurs wirklich sehr nahe annähert an die obere Begrenzung, bekommen Sie ein Signal und können mit einem Doppelklick im Agena sofort die Einstiegsorder an die obere DAWAS-Box legen und damit die Order bestätigen, die Strategie läuft und der Agena verwaltet alles Weitere. Das zeige ich dann natürlich im Agena her. Ganz kurz auch darauf einzugehen, was im DAWAS Professional Paket drinnen ist, ist der Algo Quantix Condition Filter. Das ist jetzt eine, sozusagen eine
Partnerschaft zwischen AlgoQuantix und Agena in diesem Fall, um dieses Sortieren in die Listen, wie ich schon erwähnt habe, also diese 60-70% Werte finden wir heraus und dann wird das ja automatisch in einer Liste sortiert. Und dieses Sortieren in einer Liste ist keine Standardfunktion des Agena Traders, sondern dafür wird der AlgoQuantix Condition Filter hergenommen, der einfach, der kostet normalerweise 199 Euro, wenn Sie es als Add-on haben wollen. Wenn Sie das Davos Professional Paket kaufen, haben Sie das und für, das kostet jetzt 3,99. Das Davos, ja, das, also da komme ich dann noch dazu zu den Preisen, aber nur, dass Sie wissen, Sie bekommen hier eigentlich das, diese Lifetime-Lizenz des Condition Filters schon im Paket mit drinnen. Das heißt, Sie haben den voll einsatzfähig mit drinnen, diesen AlgoQuantix Condition Filter, können den in jedem Ihrer Arbeitsplätze später auch selber benutzen. Er wird einfach im Davos Professional Paket verwendet, um diese 10 Listen automatisch zu sortieren. So, wir kommen noch zu den Stops. Es gibt 3 Stops, die mit dem Paket mitgeliefert werden. Das ist der Davos Initial Stop. Das ist genau der, wie der Dejan auch in der Theorie erklärt hat. Der Davos hat immer den Stop sehr, sehr eng gesetzt und das ist auch etwas sehr Effektives in diesem Handelsstil. Der Stop wird gesetzt, eine halbe ATR unter dem Einstiegskurs, also unter der Ober-, bei einem Long Setup wird die Einstiegsorder genau an das Hoch der Box gelegt. Der Initial Stop heißt, der erste Stop wird nur eine halbe ATR darunter gesetzt. Das ist wirklich sehr, sehr eng. Eine ATR würde bedeuten, die Bewegung eines durchschnittlichen Tages. Eine halbe ATR ist eben die Hälfte davon. Also wir sind wirklich sehr, sehr knapp. Damit haben wir die Möglichkeit, sehr hohe Positionsgrößen einzugehen, weil unser Risiko so eng ist. Und wenn dann das Breakout kommt, erstens können wir sehr schnell ins Target laufen, wir können aber auch den Trade laufen lassen und dann können wir sehr hohe CRVs erreichen, da einfach unser Risiko so gering ist. Also dieser Davos Initial Stop setzt diesen ersten Stop wirklich sehr eng. Der Davos Stop ist der klassische Stop, der am Tief, in einem Long Trade wird am Tief der Box dieser Trailing Stop mitgetrailt. Immer wenn eine Box entsteht, eine fertige Box, wird der Stop nachgezogen. Der Davos Ghost Stop ist es, diese Weiterentwicklung. Diese Weiterentwicklung geht zurück auf Daryl Guppy. Der hat hier 2005 ein erstes Paper geschrieben und erste Artikel darüber auch publiziert. Der Ghost Stop, der einfach näher am Markt sein soll als der Davos Stop, denn es kann oftmals sehr lange dauern, bis eine Davos Box komplett ausgebildet wurde. Deshalb gibt es den Ghost Stop, der einfach, wenn großes Momentum in den Markt kommt, zieht der Ghost Stop wirklich flott nach. Sehen Sie gleich in den Screenshots. Und natürlich ist im Paket der Workspace dabei. Das heißt, Sie bekommen das alles vorgefertigt. Und zwar der Workspace. Jetzt gehen wir zum ersten Screenshot. Der Workspace, den Sie mitgeliefert bekommen, sieht so aus. Alles, was Sie hier drinnen sehen, ist jetzt das, was für Sie vorgefertigt wurde. Ist jetzt hier gerade noch ein Screenshot. Sehen Sie gleich direkt im Agena. Das hier ist, es gibt einen, das Ganze in grün für das Long Setup. Und wenn Sie dann auf die Short-Listen wechseln, sehen Sie das Ganze in Rot, um hier einfach die Short-Situation auch farblich darzustellen. In den grünen Hintergründen wird nur nach Long-Signalen gesucht, in den roten nur nach Short-Signalen. Hier sehen Sie noch einen Screenshot, das ist die Marktvorbereitung, die über diese Watchliste hier durchgeführt wird. Da gehen wir gleich im Agena drauf ein, da sind sehr viele Informationen drinnen, die einfach Ihre Marktvorbereitung hier drinnen wirklich unterstützt und wo Sie die gut durchführen können. So, jetzt hier einmal eine Darstellung des ganz klassischen Davos Breakout Signals. Ich hole mir hier kurz meinen Laserpointer. So, Sie sehen hier die untere Begrenzung dieser Davos Box. Der Kurs geht hier durch, durchbricht die untere Box und wir bekommen dann hier, das rote ist ein Signal aus dem Paket, wir bekommen ein Short Signal. Das heißt, was Sie hier jetzt eben sehen, das Signal entsteht mit dem Schlusskurs hier unten dieser Kerze. Also damit sind wir eben hier eigentlich schon relativ spät im Markt drinnen. Das Potential Davos Breakout Signal hätte uns schon hier zuvor ein Signal gegeben, weil wir hier sehr weit unten sind in der Box und wir hätten uns hier schon mit der Einstiegsorder platzieren können, am Tief der Box, und wären dann beim Breakout schon dabei gewesen. Das gleiche sieht man hier nochmal, auch hier wirklich, um zu sehen, dass die Davos Box wirklich hier einfach wie gut Momentum in den Markt kommt. Sie sehen hier die untere Begrenzung der Box. Hier wird mit einem sehr, sehr großen Overnight Gap dann einfach hier die Box durchbrochen
und man wäre, man hätte hier ein Signal. Hier sieht man ganz einfach wirklich, was für Momentum reinkommt, wenn diese Tiefpunkte der Davos-Box und ganz einfach, die Davos-Box ist ja nichts anderes auch, sie spürt markante Hoch- und Tiefpunkte im Chart auf und beim Durchbruch, Price Action, Charttechnik, wie auch immer, viele Trader schauen auf das und deswegen ist das ja auch teilweise dann wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung und man sieht auch wirklich, wie hier Momentum in den Markt kommt. So. Jetzt sehen Sie hier, wie der Davos Stop nachzieht. Hier, das soll diese violette Linie, ist diese Stop-Farbe des Agena Traders. Sie sehen, wie der Davos Stop, der normale Davos Stop nachziehen würde. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier, wo Groß Entry steht. Hier wären wir jetzt wieder in den Markt eingestiegen. Der erste Stop, also der Initial Stop, liegt sehr knapp irgendwo in diesem Bereich. Und ab dann wird eben hier mitgezogen. Immer wenn eine neue Box sich ergibt, zieht der Davos Stop hier nach, bis dann hier unten beim Exit dieser Stop durchbrochen wird und wir hätten hier wirklich einen super Gewinn mitnehmen können und der Davos Stop hätte uns den sehr gut abgesichert. Ein ganz wichtiges Konzept noch und eins der, ich glaube, die vorletzte Folie, die hier, die wir haben vor dem Agena Trader, Sie sehen, das ist jetzt die Theorie zur Ghost Box. Und zwar, was Sie hier am Anfang, wir fangen hier unten links an, die blauen Rechtecke sind Davos-Boxen, echte Davos-Boxen. Die grünen sind Ghost-Boxen, die werden nur im Hintergrund berechnet. Sie sehen aber, von dieser ersten blauen Box, wenn wir hier jetzt einsteigen, am Durchbruch, wo der grüne Pfeil herzeigt, steigen wir in den Trade ein, bis sich die nächste Davos-Box ausbildet. Also in dieser ganzen Periode hier nach oben wird keine neue Davos-Box kreiert, weil einfach kein Hoch für drei Perioden nicht überschritten wird. Das heißt, nach, keine Ahnung, hier ungefähr 20, 30 Bars oder auch Tagen bekommen wir hier erst die nächste Davos-Box. Das heißt, wir hätten unseren, der Kurs wäre schon hier oben, unser Stop würde immer noch hier unten liegen. Wir hätten noch nicht mal unser Risiko abgesichert, wir wären immer noch im Risiko. Damit jetzt nicht das passiert, dass der Kurs komplett zurückläuft und uns sogar im Minus ausstoppt, hat eben Daryl Guppy die Ghost-Box entwickelt. Und was Sie hier sehen ist, angedeutet mit diesem blauen Pfeil, die Größe der Davos-Box, der ersten, die gültige Größe beim Einstieg des Trades. Wenn der Kurs anzieht und diese Größe der Box, zum Beispiel sind es jetzt 3 Dollar, wenn der Kurs um 3 Dollar zulegt, wird die erste Ghost-Box kreiert, die einfach genau die gleiche Größe hat wie die erste Davos-Box, die aktiv ist, wenn der Trade eingegangen wird. So, und hier wird jetzt immer am Tief, kann dieser Stopp nachgezogen werden. Das heißt, der Kurs zum Beispiel macht jetzt hier 3 Dollar plus, die Ghostbox wird ausgebildet und unser Softstop hier oder auch der Hardstop kann nachziehen. Wieder 3 Dollar plus und wir ziehen wieder nach. Und das geht so lange, bis wieder eine echte Davos-Box ausgebildet wird. Dann haben wir wieder eine echte Davos-Box, wo wir den Stopp nachziehen können. Sie sehen aber, in diesem Bereich des Charts wäre ohne Ghost Stop unser Stopp immer noch hier unten. Mit Ghost Box sind wir viel, viel näher am Markt. Wir sind weit aus dem Risiko und haben schon unseren Gewinn hier ganz klar abgesichert. Und Sie sehen auch, das Ganze geht ja weiter. Der Ghost Stop, wenn er eine echte Box erkennt, ziehen wir hier weiter. Und bis wir dann irgendwann hier oben sind. Und ein letzter Screenshot noch, das ist jetzt direkt aus dem Agena. Hier sehen wir jetzt nochmal, Einstieg wäre hier. Diese Davos-Box ist durchbrochen, wir steigen hier zum Beispiel ein. Und der erste Stop wird hier oben gezogen. Und Sie sehen jetzt hier, es kommt wieder lange, lange Zeit kein, es kommt lange Zeit zu keiner neuen Box, die berechnet wird. Zu keiner echten Davos-Box. Der Stopp wäre weiterhin hier oben. Das heißt, die Ghost-Box ist aktiv und unser Stopp wird hier nachgezogen, bis ganz einfach hier unten der Trade immer noch weiterläuft und wir sind viel näher am Markt, als wenn wir den Stopp hier oben liegen lassen müssten. So, das ist noch zu früh. So, ich habe es angeschaltet. Ich bin jetzt direkt hier endlich im Agena Trader. Ich sehe es in den Fragen gerade, ist grün nicht long, das ist richtig, mir ist es jetzt auch aufgefallen.
ich habe jetzt das Short-Signal in einem mit grünem Hintergrund gezeigt. Das war im falschen Chart das Screenshot gemacht. Das ist richtig. Es ist einfach der Hintergrund. Sie können auch mit grünem Hintergrund Short-Signale handeln. Es ist jetzt natürlich der Hintergrund nicht ausschlaggebend. Das Beispiel war nicht ganz optimal, weil es war grüner Hintergrund und ein Short-Signal. Sie sehen es jetzt gleich in Machina. Da ist das jetzt so, dass mit grünem Hintergrund wirklich nur nach Long-Signalen gesucht wird. Okay, Sie sehen jetzt hier die Watchliste, die genauso mitgeliefert wird, in der prinzipiell der Russell 1000 mitgeliefert wird. Und das heißt, ich habe jetzt hier den S&P 500 drinnen, einfach um beim Webinar jetzt nicht hier Verbindungsabbrüche zu bekommen, weil beim Russell 1000 arbeitet der Datenfeed natürlich schon beim ersten Laden. Und nur um hier sicher zu sein, dass beim Webinar alles klappt, habe ich mal auf den S&P 500 reduziert. Was sehen Sie jetzt hier in dieser Watchliste? Diese Watchliste ist dafür da, dass Sie hier alle Werte reinladen können, die Sie beobachten möchten, die Sie, wenn ein Signal auftritt, nach DAWAS handeln möchten. Das heißt, wenn Sie sagen, ich handle japanische Aktien, laden Sie hier einfach Ihre japanische Instrumentenliste rein. Wenn Sie sagen, ich möchte nur die MDAX-Werte handeln, Sie können einfach hier auswählen, was Sie möchten. Und basierend darauf, was an Instrumenten reingeladen wurde, entsteht jetzt einfach diese Berechnung und all diese Werte werden für Sie ausgegeben. Das heißt, wir haben ganz einfach, ja, Symbol und Name ist klar. Ask Size, ja, das ist jetzt, ich habe hier keine Anzeige, weil es mein Datenfeed nicht liefert. Ask und Bid ist klar. Ask Size und Bid Size sind ganz einfach, wie viel Stück gerade auf der Ask und auf der Bid-Seite stehen. Das ist eigentlich nur wirklich auch zum Überblick. Das ist jetzt für langfristig nichts. Wenn Sie aber kurzfristig handeln, kann das natürlich interessant sein. Das haben wir hier mit reingenommen. Wer es haben will, kann damit arbeiten. Wer nicht, kann auch diese zwei Spalten zum Beispiel rausnehmen. Wir haben eine Spalte mit der Börse, wo an welcher Börse das gehandelt wurde, das Instrument. Wir sehen das aktuelle Volumen. Das ist Realtime hier das Volumen. Und dann sehen Sie die Tagesperformance von jedem Instrument, wo Sie natürlich auch sortieren lassen könnten. Nach Tagesperformance. Wir sehen dann den Hauptsektor und den Nebensektor. Das sind einfach da was. Schaut ihr auf Sektoren. Wir haben das jetzt mal hier nur so umgesetzt, dass wir die Sektoren mal hier in diese Liste mit reingenommen haben. Und wirklich interessant wird es jetzt hier, denn hier geht es jetzt ab dieser 60-70% Abliste. Sind jetzt hier jeweils einmal 5 Condition Filter, dann der Move since last high low. Und wieder 5 Condition Filter und wieder der Indikator Move since last high low geladen. Was bedeutet das? Was macht das? Hier ist jeweils zum Beispiel in dieser 60-70% Abliste wird für jedes Instrument abgeprüft, wie viel Prozent hast du dich bewegt, hast du dich 60-70% seit deinem letzten Tief bewegt. Ich gehe jetzt hier mal auf die Akamai Technologies, habe ich gerade gesehen. Sie sehen auch, wenn ich ein Instrument auswähle, ich zeige es nochmal her, schauen Sie auf diesen Chart, das ist verknüpft. Ja, das heißt, wenn ich hier einen auswähle, sehen Sie auch hier sofort den Tageschart unten, um einen groben Überblick zu bekommen, wie ist der jetzt gerade gelaufen in den letzten, keine Ahnung, in den letzten 570 Tagen hier zum Beispiel oder in den letzten eigentlich 1000 Werte sind, 1000 Tage sind sogar geladen hier. Das heißt, der Akamai Technologies ist ganz genau 61,3%. Hier in der grünen Spalte sehen Sie nämlich, wie viel Prozent genau. Er ist 61,3% gestiegen seit dem tiefsten Tief des letzten Jahres. Das heißt, DAWAS hat ja, wie es der Dan erklärt hat, der DAWAS hat darauf geschaut, dass 100% und mehr sein müssen, damit wir, das kommt nicht so oft vor. Wir haben auch hier 100% und mehr, aber damit wir einfach mehr Instrumente haben und auch 60% ist schon ein guter Wert, haben wir bei 60% begonnen. Sie sehen auch, in der Short-Richtung ist das Ganze jeweils um die Hälfte. Das heißt, DAWAS hat nicht Short gehandelt, wir stellen es aber für Short zur Verfügung. Wir können aber nicht sagen, dass ein Wert über 100% verloren haben muss, weil 100% verlieren würde heißen, die Aktie ist tot. Ja, deswegen, das Gegenstück zu plus 100% sind natürlich minus 50%. Das heißt, wir halbieren die Prozentwerte, die notwendig sind für Short. Deswegen ist die erste Liste hier 30-35% Short, also Preisverlust. Das entspricht 60-70% Gewinn, einfach die Gegenrichtung. Das heißt, hier wird für jede Spalte einfach geschaut,
Zum Beispiel hier, bleiben wir nochmal bei der 60-70% Abliste, dann wird geschaut, okay, dieser Wert hat hier 61,3% gewonnen, das heißt, er entspricht dieser Vorgabe, und wenn ein grüner Einser hier kommt, heißt das nur, dass dieser Wert erkannt wurde und in die entsprechende Liste sortiert wurde. Sie sehen jetzt hier oben diese Instrumentlisten, und die entsprechen jeweils, in diese Listen wird jetzt das Instrument sortiert, automatisch. Das heißt, in der 60-70% Abliste finden wir zum Beispiel jetzt ganz oben dieses ACAM-Kürzel, also Akamai. Und hier sehen Sie auch dann nochmal hier 61,3 den gleichen Wert. Das heißt, hier nochmal aufgelistet, alle Werte hier sind zwischen 60 und 70%. Und Sie wissen dann damit auch nochmal, okay, wie viel ist dieser Wert genau gestiegen. Sie können es auch sortieren lassen, um hier zwischen 60,05 bis 69,85 alle Werte zu haben. Und so ist das für jede dieser Instrumentenliste. Hier sehen Sie 70 bis 80%. Das heißt, wir haben nur Werte zwischen 70 und 80% hier drinnen. 80 bis 90, 90 bis 100 und zum Beispiel ist auch hier über 100. Und da sehen Sie auch schon, da was hätte jetzt nur diese zum Beispiel angeschaut, vor 50 oder 60 Jahren. Das wären relativ wenig, weil vor allem Sie müssen sich denken, diese Listen werden nicht so oft abgedatet. Es ist nicht so, dass ein Wert jetzt so schnell über 100% kommt. Das heißt, diese Listen sind relativ träge, indem das neue Werte dazukommen. Dadurch, dass wir hier weiter runtergegangen sind, haben Sie öfters Trading-Möglichkeiten. So, eine Frage eben auch gerade noch, warum auch hier die Short-Werte grün sind. Der grüne Einser heißt hier einfach nur, dass der Condition-Filter das Signal erkannt hat oder den Wert erkannt hat und einsortiert. Das ist jetzt keine Wertung des Signals, das ist auch noch kein Handelssignal, sondern nur, es wurde erkannt, zum Beispiel hier, dieser grüne Einser hier heißt, 40 bis 45% also Preisverlust wurden erkannt. Wir können schauen, wie viel es genau waren, nämlich hier rechts. Es waren 41,85%, die dieser Wert verloren hat. Und dann sehen wir auch schon, okay, hier, wenn wir den Chart anschauen, der ist irgendwie hier mal vor einem Jahr oder so bei 335 gestanden. Jetzt steht er bei 149. Also der hat schon ordentlich nachgegeben. Und über diese Watchlist, wenn die einmal eingerichtet ist, ist eigentlich alles automatisiert. Sie müssen hier wirklich nur reinspielen, die Werte, die Sie handeln möchten. Und dann sind Sie auch damit schon fertig. Und brauchen nur mehr diese Listen hier. Und das heißt, Ihre Marktvorbereitung ist erledigt und die Listensortierung, die Sie sonst händisch machen müssen bei vielen anderen Sachen, bei vielen anderen Softwarelösungen oder auch bei vielen anderen Handelsstilen in Machina, haben Sie hier auch mit dem Condition Filter und dem DAWAS-Paket automatisiert. So, und was Sie jetzt hier weiter sehen ist, es wird durchgehend jetzt in den Up-Move-Listen, das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Listen, in denen die stark performenden Werte gesucht wurden. Und hier wird durchgehend, jetzt einerseits auf Tagesbasis und auf Wochenbasis, nach Breakout und nach Potential Breakouts gesucht. Das heißt, was sehen wir hier? Zum Beispiel gleich mal dieses Signal. Wir bekommen auf dem Tageschart ein DAWAS-Breakout-Signal. Auch hier gleich wichtig, dass dieses eine Sie denken sich jetzt vielleicht, ich habe gesagt, das wird nur auf Schlusskurs berechnet. Wir haben in Machina diese Sache implementiert, dass auf Tageschart alle 5 Minuten abgeprüft wird. Das heißt, wir fragen alle 5 Minuten den aktuellen die Tageskerze ab, damit wir frühzeitig auch hier ein Signal bekommen können. Weil Sie sehen, diese Kerze bewegt sich noch, das ist live hier. Und trotzdem ist hier eben das Signal schon aufgetreten, weil die Kerze noch nicht abgeschlossen ist, aber wir alle 5 Minuten eben Realtime prüfen, ob es ein Breakout gegeben hat. Trotzdem wären wir hier relativ spät dran, wenn wir das auf Tagesbasis jetzt handeln würden. Was aber auf Wochenbasis ganz interessant ausschaut, ist hier, haben wir jetzt ein Potential DAWAS Breakout Signal. Das wird jede Stunde berechnet. Also auf Tagesbasis wird alle 5 Minuten geprüft, auf Wochenbasis wird jede Stunde geprüft, ob schon ein Signal auftritt. Das kann dann auch wieder verschwinden, aber wir wollen einfach frühzeitig Signale erkennen, weil da war es wirklich sehr oft, diese frühzeitigen Signale sehr gut funktionieren. Okay, wenn ich jetzt hier mit einem Doppelklick, zum Beispiel hier habe ich ja das Potential DAWAS Breakout-Signal im Wochenchart mir aktiviert. Und was Sie hier jetzt sehen, ist der Initial Stop zum Beispiel.
Einerseits, was Sie sehen, ist der Einstiegskurs. Also ich habe jetzt, war vielleicht zu schnell, ich habe jetzt den Wochenchart hier maximiert. Das hier ist der Wochenchart. Sie sehen, die Einstiegskerze, also die Einstiegsorder, legt sich punktgenau auf die DAWAS-Box. Und der DAWAS-Stop legt sich eine halbe ATR darunter. Ein sehr, sehr enger Einstieg. Targets sind nicht mitgegeben, Sie können aber gerne Targets einstellen. DAWAS hat aber ohne Targets gearbeitet, deswegen haben wir auch keine standardmäßig mit drinnen. So, das heißt ganz einfach, dass jetzt hier kann ich einfach sagen, okay, ich will die Order hier reingeben. Sie könnten jetzt noch mit Stop-Limit arbeiten, wenn Sie auf Tagesbasis sind, damit Sie nicht das Gap-Risiko haben. Aber hier, Sie sehen, wie einfach das war. Der Gina findet mir das Potential DAWAS Breakout Signal. Also ich muss persönlich sagen, ich finde die Potential Signale wirklich um einiges feiner auch als die echten Breakout Signale. Ganz einfach deswegen, weil ich hier wirklich punktgenau dabei bin, frühzeitig. Wenn er hier durchschießt, meine Order liegt drinnen, mein DAWAS Initial Stop liegt völlig emotionslos hier echt sehr eng. Und wenn hier der Markt zum Durchgehen anfängt, wer jetzt zum Beispiel Markttechnik kennt, ist ein perfekter Punkt 2. Ja, ist ja auch nichts anderes als ein Hochpunkt, aber wo oft Bewegung in den Markt kommt. Und hier bei der Markttechnik müsste mein Stopp hier unten liegen zum Beispiel. Ja, beim DAWAS liegt es so eng. Und das ist schon natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Das heißt, alles, was ich tun muss, ich habe hier das Potential-Signal. Ich weiß, es ist ein Wert, der sehr, sehr stark gestiegen ist. 119% seit dem letzten, seit dem tiefsten Tief. Wir können mal hier schauen, wie sich der Chart in der Historie ausschaut. Okay, der war erst irgendwo, was schauen wir uns hier eigentlich gerade an? Schauen wir mal. CVR Energy. Jo, noch nie gehört, aber okay. Dürfte sehr gut gelaufen sein. Wir waren hier irgendwo mal vor einem Jahr bei zum Beispiel 18 Euro. Dann steigt er hier an, eben um 119%. Und jetzt sieht er wirklich aus, als wenn der hier ordentlich durchkrachen könnte. Nochmal kurz den Disclaimer hat der DNE vorgelesen, also keine Handelsempfehlung natürlich, aber ich will Ihnen nur vorzeigen, wie effektiv das Ganze hier funktionieren kann. Und wir können hier noch auf die Short-Signale weitergehen. Was der Manuel jetzt im Prinzip hier zeigen will, ist, diese Strategie ist ja im Prinzip eine Hit-and-Run-Strategie. Das heißt, der DAWAS wollte seine Orders platzieren, wollte so schnell wie möglich, dass dieser Wert anfängt zu laufen. Deswegen sind diese Stops so eng. Das war auch das, was ich vorher gesagt habe. Er wollte nicht mit dem Trade verheiratet sein. Er wollte nicht eine bestimmte Aktie liebhaben. Was er letztendlich machen wollte, er wollte ganz einfach nur Geld verdienen. Und deswegen sind zum Teil, je nachdem wie der eigene Handel ausgerichtet ist, enge Stops oder können enge Stops sehr produktiv sein, da man sein Geld nicht zu lange bindet. Wenn das Ding jetzt in den Stop-Loss läuft, okay, habe ich vielleicht einen kleinen Prozentteil meines eingesetzten Kapitals verloren, aber ich bin so eng dran, dass ich über die Order Size das Risk-Reward-Ratio irrsinnig gut steuern kann. Ja, nur noch kleiner Einwand. Ja, sehr guter Einwand, Dan. Und genau wie du es gesagt hast, also gerade auch diese engen Stops, entweder die Aktie fängt ordentlich an zu laufen und man hat einen super CRV, weil einfach der Stop so eng liegt. Und wenn er reinläuft in den Stop, okay, suche ich mir den nächsten Wert und weiter geht's. Und das ist ja auch wirklich immer, Gina, das Feine. Ich habe hier, man schaut einmal am Tag, wenn es End of Day ist, schaut man durch, okay, hier weiß ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel hier zwei potenzielle. Das heißt, ist ja auch super. Ich weiß jetzt hier, einerseits die DAWAS-Box auf Tagesbasis, schaut so aus oder läuft sehr nahe an die Begrenzung und auch auf Wochenbasis. Und natürlich weiß ich dann, okay, da kann natürlich ordentlich Schwung reinkommen. Ich mache einen Doppelklick auf das Signal und in diesem Fall hat das uns ja hier, weil es so eng ist, weil es so knapp drüber ist. Wenn es mir hier ans Hoch legt, okay, dann sehe ich es halt selber hier genau drauf. Es gibt ja auch die Ansätze, dass man sagt, DAWAS, er ist ein paar Ticks drüber gegangen. Wir haben es normalerweise gemacht, dass es wirklich punktgenau drauf legt. Initial Stop hier drunter und ich lege die Order rein und bin fertig. Ich gehe zum nächsten Signal, sage, okay, sieht das gut aus, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Hellgrün hier übrigens auch für die
als Schienentrader hier nicht so gut kennen. Hellgrün heißt, das ist schon in der Vorperiode entstanden. Das heißt, das wäre hier dieses Signal. Und da sehen wir, da hier ist das Signal zum Beispiel hier in der Vorperiode. Und dunkelgrün ist das echte Signal, das in der aktuellen Periode entsteht. Was bei der Signalerstellung eventuell noch wichtig wäre, ich habe das jetzt in keinem anderen Softwareprodukt gesehen, welches das abbilden kann. Wir betrachten bei der Signalgenerierung das, was da was angemerkt hat, das erhöhte Handelsvolumen. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich, wenn Sie sich das Add-on anschauen, immer wieder so Situationen finden, wo Sie eventuell einen DAVAS-Breakout gesehen haben, aber kein Signal bekommen haben. Das liegt daran, in den meisten Fällen daran, dass eben diese erhöhte Handelsaktivität nicht vorhanden gewesen ist. Das wäre vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, Manuel. Ja, danke für den Hinweis. Also das Volumen wird berücksichtigt. Im Signal wird alles automatisch natürlich abgefragt. Das heißt, wenn Sie ein Signal vom DAVAS hier bekommen, im Agena, im Add-on, dann ist auch hier wirklich ansteigendes Volumen. Und mir bleibt eigentlich fast nur, ich bin fast durch. Wir können noch kurz, ich zeige Ihnen noch kurz, wie das ganze Short aussieht. Sie bekommen jetzt Short hier nur die Short-Signale angezeigt. Sie sehen jetzt hier wieder, wir sind hier sehr knapp an der unteren Begrenzung und deswegen bekommen wir hier ein potenzielles Signal, also ein Potential Breakout-Signal. Und auch ein schönes Beispiel hier zum Beispiel, was passiert, wenn die untere Begrenzung hier durchbrochen ist. So viel dazu, dass man auch Short handeln kann. Also wenn man hier schon schön die Einstiegsorte gelegt hat, wenn man es gesehen hat, dann ist das auch ein netter Trade hier auf Wochenbasis. Und Sie haben das Gleiche hier jetzt wieder. Wir haben auch selbst nicht unbedingt eine Wertung herausfinden können, oder es ist gar nicht so, dass man sagen kann, die 60-70% Werte sind schlechter als die 100 und mehr Prozent. Natürlich, wenn sie 100% gestiegen ist, hat sie noch mehr Power gehabt, aber es sind auch bei unseren Trades und bei unseren Tests auch wirklich aus den 60-70% oder den 30-35% Listen Super Trades entstanden. Ich zeige Ihnen vielleicht noch die Action Buys natürlich wird auch mitgeliefert. Und was Sie hier zum Beispiel sehen, das sind jetzt hier Long-Signale, die brauchen wir jetzt nicht. Suchen wir uns kurz Short-Signale. Ja, sieht man hier schlecht. Ich stelle die Pfeile kurz größer, damit Sie es besser sehen. Sie können, sie auch gleich, ist auch gleich so gut zu sehen. Sie können die Error Size hier zum Beispiel, machen wir jetzt mal hier auf Peak, okay, damit wir hier sehen, immer wenn eben diese untere Begrenzung hier durchbrochen wird, bekommen Sie das Breakout-Signal. Das ist jetzt das echte Breakout-Signal. Hier, immer wenn es durchbrochen ist, Signal. Auch sie, hier ist auch natürlich Long-Signale, die werden jetzt hier uninteressant, weil wir im Short-Modus sind. Und das gleiche auch hier die Potential-Signale, die ich ja eben noch interessanter finde. Sie sehen zum Beispiel hier, Sie bekommen hier schon das Potential-Signal. Und hier wären Sie noch nicht im Trade, sondern Sie würden halt hier warten, bis Sie würden hier die Einstiegsorder legen. Sie wären hier sogar im Trade drinnen. Wenn Sie den DAVAS-Stop befolgen, ist es aber trotzdem super für Sie. Also Sie wären hier nicht ausgestoppt, der Markt läuft rund und Sie haben trotzdem... Nein, war ein Blödsinn, der Initial Stop hätte Sie rausgenommen. Das war falsch. Hier wären Sie ausgestoppt worden. Aber hier zum Beispiel haben wir auch ein Potential-Signal. Sie legen den Einstieg hier unten hin. Und wenn er wirklich durchläuft, sind Sie dabei. Und wenn er nicht durchläuft, können Sie nach 2-3 Tagen entweder automatisch die Order wieder entfernen lassen von Agena oder Sie sind weiterhin dabei. Oder schauen wir zum Beispiel hier. Wir haben hier Potential-Signal, legen die Einstiegsorder ans Tief. Und was passiert? Er rauscht durch und ab die Post. Okay. Was ich noch dazu sagen wollte, grundsätzlich haben wir vorher den Backtest hergezeigt. Er hat jetzt mal nicht, der war, so wie ich es erwähnt habe, nicht optimiert. Was natürlich wichtig ist, der DAVAS war Trendfolger bzw. Momentum Trader. Das heißt, es macht absolut keinen Sinn, oder in den allermeisten Fällen macht es keinen Sinn, in einem bullischen Markt nach Short-Signalen zu suchen und umgekehrt. Und deswegen ist es ja so schwer, solche Strategien wirklich effektiv backzutesten, weil ein Backtest ist ja im Prinzip etwas Automatisches. Das heißt,
Wir jagen das Signal durch unterschiedlichste Werte und immer wenn dieses Signal irgendwas triggert, wird eine Order ausgelöst. Was der Computer halt nicht kann, ist, dass er den Menschenverstand ersetzt. Das Gleiche gilt auch für die Markttechnik oder für viele andere trendfolgende Ansätze, die man eventuell versucht backzutesten. Weil letztendlich macht der Computer immer das Gleiche. Ich als Mensch mit einem gottgegebenen Hirn muss in der Lage sein, die Situation zu beurteilen. Und das macht letztendlich dann natürlich eine Strategie aus, die man semiautomatisch ausführt. Genau, und auch gleich noch zum semiautomatischen Handel. Da gibt es ja auch Untersuchungen von Bloomberg und anderen Instituten, wo man auch wirklich die Umfragen machen, wo wirklich auch man sieht, die Händler, die Prop-Trader bei den Banken und die Fondsmanager, die handeln keine Vollautomaten, die sind halbautomatische Händler. Die haben eben Systeme, die sie unterstützen und vorschlagen, genau wie der Agena, die Signale vorschlägt, aber die Entscheidung trifft der Trader selbst, nicht der Computer, sondern die letzte Entscheidung hat der Trader. Und auch das ist was ganz Wichtiges. Ja, eine letzte Beobachtung von mir, die ich noch erzählen wollte, ist, was sehr interessant war zu sehen, war, wie vor ein paar Wochen die Märkte zu drehen begonnen haben in die Short-Richtung. Hat man gesehen, auch im Davos Add-on, wie auf einmal die Short-Signale extrem viel geworden sind und die Long-Signale extrem wenig. Also es war, finde ich, nur eine sehr interessante Beobachtung, wo man wirklich sieht, auch damit kann man sehr schön sehen, wo Märkte gerade vielleicht hingehen. Also man hatte wirklich, wie sich die Märkte zu drehen begonnen haben, extrem viele Short-Signale hier bekommen. Und natürlich, wie der Dan auch gesagt hatte, wenn man jetzt hier rein nur Long handelt, hätte man vielleicht diese nicht mitgenommen. Ist auch was natürlich dann dem persönlichen Handelsstil entspricht. Wenn man jetzt natürlich sagt, man macht nur Long only, hat das natürlich in den letzten Jahren die beste, wäre das die beste Entscheidung gewesen. Wenn es die Märkte drehen, kann man natürlich überlegen, ob man zum Beispiel wenn man denkt, es kommt eine größere Korrektur, kann man überlegen, ob man die zum Beispiel auch short mit Davos mithandelt. Genau, und das ist ja auch einer der größten Vorteile der Davos-Strategie, wenn man jetzt den Davos klassisch umsetzt, also rein long only. Was passiert in Crash-Phasen? Sie bekommen keine Signale, sie sind nicht im Markt, sie setzen ihr Geld nicht dem Risiko aus. Okay. Ich habe gerade noch ich gehe gleich auf drei Fragen ein, die ich da zufällig gerade sehe. Vom Herrn Bestle, der gefragt hat, die Watchliste kann man auch mit dem NFT-Screener befüllen. Das ist richtig. Sie können hier den NFT-Screener einfach noch vorschalten und sich hier automatisch auch mit Screener-Presets das Ganze über den NFT-Screener reinladen. Das wäre dann noch ein Schritt mehr, dann hätten Sie Fundamentaldaten auch noch abgeprüft. So, dann, ob die Davos-Boxen mit Heiken Aschi funktionieren. Die Davos-Boxen funktionieren mit jeder Datenserie, die Sie reinladen können. Das heißt, die Heiken Aschi sind ja so umgesetzt, Imagina, dass die eine Datenserie entsprechen. Und das heißt, Sie können auch Heiken Aschi verwenden für die Davos-Box-Berechnung. Und der Herr Sauerwein fragt, ob ein End-of-Day-Datenfeed ausreichend ist. Es ist ausreichend. Da muss aber dazu gesagt werden, was ich ja erwähnt habe, ist zum Beispiel das Signal hier, ist jetzt dadurch entstanden, dass wir alle 5 Minuten die Tageskerze abprüfen. Das geht mit einem reinen End-of-Day-Feed nicht. Der würde das jetzt erst wirklich erkennen, wenn diese Kerze hier schließt. Also heute um 22 Uhr würde der End-of-Day-Feed dann hier anschlagen, zum Beispiel mit einem Real-Time-Feed, der zwar Tageskerzen anzeigt, aber der Realtime-Feed hat ja auch Intraday-Informationen über die Tageskerze, weil ja der Kurs mitgeht. Okay, so, dann hätte ich, die Zeit schreitet ja eh voran, ich hätte jetzt hier mal eine Folie. Also, ich bin soweit einmal fertig im Agena. Wenn jetzt noch Fragen reinkommen, kann ich und der Dejan dann gleich noch drauf eingehen. Wir haben hier jetzt gerade noch, erstens mal zeige ich mal kurz vor, wo Sie dieses Ding eigentlich, hoppla, so, hier jetzt, wo Sie dieses Ding, das Davos Add-on kriegen. Also einerseits hier über shop.traderside.com. Ich poste mal den Link hier rein. Wer ganz einfach jetzt Interesse hat an der Davos-Strategie, eine 2 Wochen Demo kriegt jeder, der Interesse hat natürlich, dann können Sie ganz unverbindlich testen. Auch vom Agena gibt es 30 Tage Demo, wer den Agena noch nicht hat. Die
Also das Add-on kriegen Sie hier über den shop.jdesert.com im Add-ons-Bereich. Und dann kommen Sie hier auf die Übersichtsleiste und sehen gleich hier auf der ersten Seite, es gibt das DAWAS Standard Add-on und das DAWAS Professional Add-on hier. Aktuell einerseits um 11% oder um 17% im Angebot. Was ist es? Also alles, was ich heute gezeigt habe, ist rein nur DAWAS Professional. Das DAWAS Standard hat nur das Breakout-Signal und hat auch kein automatisches Filtering. Also das automatische Listensortieren ist nicht drinnen. Also das ist wirklich die Anfänger, also Anfänger-DAWAS-Variante ohne dieser Einsortierung in die Listen, also diese 60-70% Sortierung zum Beispiel, etc., ist nicht drinnen. Sie haben auch kein Potential-DAWAS-Signal drinnen. Dafür gibt es eben dann das DAWAS Professional-Paket, wo man noch dazu sagen muss, für die 3,99, oder da gibt es jetzt, muss ich gleich schauen, wie viel es gibt jetzt, da kommt jetzt diese Folie ins Spiel. Also das war falsch, einen Augenblick, nicht von vorne, sondern hier, so jetzt aber, so okay, das sind jetzt die Preise, die hier jetzt aktuell gelten. Wir haben das DAWAS Box Add-on, das Standard Add-on für 2,49 statt 2,99, diese Preise sind schon im Shop hinterlegt, die gelten auch seit dem Release und der ist schon ein paar Wochen her, deswegen sei nur dazu gesagt, recht lang gilt das nicht mehr, es steht hier unten, gültig bis 20.05. sind diese Preise. Das Pro kostet 3,99. Da muss man, wie gesagt, da wollte ich dazu sagen, der Condition Filter, der eigentlich, also dieser Algo Quantix Condition Filter, der normalerweise 199 Euro als Standalone Add-on kostet, ist ja da dabei. Das heißt, wenn Sie jetzt rechnen, Sie haben eigentlich hier zwei Add-ons zu diesem Preis, sind Sie mit dem Pro, also von diesen 3,99 entfallen 199 auf den Condition Filter, das heißt, das Pro kostet Ihnen effektiv dann noch 200 Euro. Nur als, damit Sie das auch sich bewusst sind, dass da eigentlich zwei Add-ons in einem sind und auch die Alcina Andromeda gibt es aktuell eben noch verbilligt für 1092 statt 1093. Wie gesagt, ja, und die E-Mail-Adresse sales@alcinatrader.com. Da können Sie hinschreiben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Demos haben wollen. Also wer eine Demo haben möchte des DAWAS Add-ons, schreibt uns hier an die sales@alcinatrader.com. Sie kriegen dann 2 Wochen Demo-Zeitraum und können einfach wirklich unverbindlich testen. Die Demo endet automatisch, müssen auch keine Zahlungsmethoden angeben oder sonst irgendwas. Und dann zeige ich hier noch ganz kurz her, wo Sie eine Alcinatrader-Demo kriegen. Also wer den Alcinatrader noch nicht hat, geht einfach hier auf alcinatrader.com und hier auf Demo. Das heißt, Sie können auch sich eine Alcinatrader-Demo holen. Ich poste auch den Link hier noch rein. Und dann noch eine DAWAS-Demo dazu. Ja, also Sie können wirklich hier einfach mal ganz unverbindlich testen und wenn es gefällt, dann zuschlagen. Zu den aktuellen Preisen noch bis 20.05. So, und jetzt ein letztes Mal noch hier auf meine wunderschöne letzte Folie, die Fragen und Antworten. Und jetzt schaue ich nochmal, was neu reingekommen ist. Da gibt es zum Beispiel eine Frage, gibt es auch bei kleineren Zeiteinheiten Erfahrung, zum Beispiel Stunde? Also ich muss von meiner Seite sagen, ich bin sowieso End-of-Day-Trader, auch auf bezüglich der, also aufgrund der Berufstätigkeit nebenbei, finde ich End-of-Day sowieso sehr gut. Ja, es gibt ja viele Untersuchungen auch dazu, dass oftmals Intraday-Ansätze gar nicht die mehr Performance bringen, aber das sei dahingestellt. Da was ist End of Day, wir haben auch hier wirklich auf End of Day hingearbeitet. Ich kann von meiner Seite hier leider Intraday nichts Genaues sagen. Ja, Dejan, hast du Intraday was gehandelt mit da was mal? Nein, habe ich nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da jetzt eine Überperformance im Intraday-Bereich gibt. Also ich glaube, ich meine, es werden sicherlich genug DAWAS-Signale entstehen, doch letztendlich verdient, oder der Einzige, der letztendlich daran verdient, wird wahrscheinlich der Broker sein. Aber bin mal nicht sicher. Ist eine gewagte Aussage. Aber ja, es wird schon in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, also wir können ja auch hier jetzt nur spekulieren. Wir sind hier auf End of Day unterwegs, so wie es uns der gute alte DAWAS auch gelernt hat. Und
Aber es steht ja jedem frei. Sie können mit Range Bars das Ganze probieren. Sie können mit Heike Naschi auf dem 30-Sekunden-Chart daraus Boxen machen. Welche andere Software kann das schon? Wir haben ja wirklich alle Möglichkeiten im Machina, alles frei zugänglich und Sie können selber hier testen, was funktioniert. Manuel, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Möchtest du nur noch ganz kurz den Zuschauern zeigen, wie man sich das mit den Signalen leichter machen könnte, zum Beispiel mit dem Dynamic Scanner? Du meinst einfach, achso, na klar, warte mal, jetzt muss ich hier wieder rausfinden aus meiner Präsentation. Also was er den jetzt meint, ist eigentlich ein Add-in des Agenda Traders, das aber sehr, sehr powerful, mir fehlt das deutsche Wort, aber powerful ist, glaube ich, schon ganz mächtig. Gut. Mächtig, danke, ja. Also der Dynamic Scanner, den man hier öffnen kann, da war es Professional Long zum Beispiel. So, was jetzt hier passiert ist, es öffnet sich eine neue List-Chart-Gruppe hier eigentlich. Was die aber kann, ist, dass ich hier jetzt nur mit die Instrumente sehe, die in denen aktuell ein DAWAS-Signal auftritt. Das heißt, ich muss nicht mehr die Listen durchklicken, weil das kann natürlich auch, ist einerseits mühsam, man möchte sich ja das Traden so angenehm wie möglich machen und man wird ja auch verwöhnt, wenn es die Technik kann, warum soll man selber hier rumklicken. Der Dynamic Scanner ermöglicht mir das, ich brauche hier nur mehr, Sie sehen, okay, ich habe hier ein Short-Signal. Natürlich ist jetzt hier einmal der grüne Hintergrund, der wird jetzt nicht automatisch gewechselt. Man könnte aber hier jetzt auch sagen, nein, kann man nicht. Nein, Signalrichtung kann man ja nicht anzeigen, okay. Im Dynamic Scanner wird eben dann Long und Short reingeladen, außer man splittet das nochmal auf. Ist das zu viel für jetzt? Könnte man machen. Man sieht einfach hier, Dynamic Scanner. Der Hintergedanke hinter dem Dynamic Scanner ist, das ist das letzte Fenster, das für den halbautomatischen Handel noch notwendig ist. Ich verwende den eigentlich jeden Tag. Ich trade darin, alle meine Orders werden darin aufgegeben. Das heißt, alles, was da links passiert, alle Berechnungen, alles ist voreingestellt. Ich muss mich da nicht mehr durchklicken. Ich habe den Dynamic Scanner, habe ein Fenster, meine drei Charts und sehe hier alle Instrumente, die meinen Vorgaben entsprechen. Klicke mich durch. Und habe mit einem Doppelklick dann auch hier jedes Mal, wenn ich ein Signal handeln möchte, hier haben wir das Starsbreaker schon drinnen, ich mache einen Doppelklick drauf und hier habe ich das Breakout-Signal sofort, okay, das möchte ich handeln, das mache ich so und bin drinnen. Und das so gehen Sie einfach hier diese Märkte durch. Sie können sogar dann eben noch sagen, Show Open Orders und Show Open Trades, das heißt, wenn Sie dann einfach, Sie brauchen nichts anderes mehr, Sie sehen alle Ihre offenen Trades und alle Ihre offenen Orders da drinnen. Das heißt, wenn ich mich verbinde mit meinem normalen, ich bin jetzt hier im Sim-Account, das sei mir im Webinar verziehen, ich bin ja nicht mit dem Live-Account drinnen während des Webinars. Ich kann einfach sagen, Show Open Orders, das heißt, wenn jetzt, weil diese drei, wo ich jetzt ein Signal, eine Order reingestellt habe, die würden ja jetzt wieder verschwinden, wenn das Signal nicht mehr auftritt. Ich möchte aber ja immer sehen, wo ich Orders drinnen habe. Wenn ich das aktiviere, bleiben die hier da oder sie erscheinen wieder, wenn sie schon weg sind. Und mit Show Open Trades wäre jetzt auch jedes Instrument, in dem ein Trade läuft, der auf diesem Imagineer irgendwo läuft, ist auch hier drin. Das heißt, einmal noch, ich finde das so genial, deswegen muss ich mal sagen, der Dynamic Scanner ist das letzte Fenster, das Sie brauchen, um halbautomatisch wirklich hochprofessionell zu handeln. Sie haben alle Ihre Signale, Sie haben alle Ihre offenen Trades und offenen Orders in dieser Liste und Sie brauchen nicht mehr. Und das finde ich schon ziemlich genial, das Feature. Ist ein Add-in, das man dazu kaufen kann zum Machina. Und das auch für alle, egal wenn Sie jetzt hier, Sie können hier nebenbei noch Markttechnik-Signale oder Location-Point-Signale, egal was Sie hier nebenbei haben, wird alles hier angezeigt. Sie können, hier können Sie eben noch danach screenen, wenn Sie hier sagen, wenn Sie hier mehr Trading-Stile drinnen haben, könnten Sie sagen, ich möchte nur COT-Signale, ich möchte nur DAWAS-Signale angezeigt haben. Und das ermöglicht nämlich auch, was ich oft mache, ist man auf Geschäftsreise oder selbst im Zug oder sonst irgendwo oder sitzt nur mit dem Laptop gerade und will seine Positionen checken. Und wo macht man das schon so elegant, wie man braucht nur dieses eine Fenster, hat alle Signale da und das war's. Also das ist auch am Laptop
hochprofessioneller Handel am Laptop sogar möglich. Okay, genug Werbung für den Dynamics Scanner. Ich kann ihn sehr empfehlen, weil er wirklich das Handeln vereinfacht und den halbautomatischen Handel optimiert. So, ich glaube, ein paar Fragen kommen hier noch rein. Schauen wir mal durch. Okay, eine Frage vom Herrn Quast ist, wann wechselt der Initial Stop zum Ghost Stop oder Original Stop? Das ist folgendes. Die Maschine ist das so. Sie sehen es hier schon. Also bei Positionseröffnung ist sofort hinterlegt, wonach getrailt wird. Wäre hier jetzt da was Stop. Ja, ich könnte hier erst auch den Ghost Stop verwenden, ist aber hier alles voreingestellt. Der Initial Stop ist wirklich nur der allererste Stop, der zur Positionsgrößenberechnung da ist. Ab dann übernimmt eigentlich schon der Hard Stop. Das heißt, die Stops werden dann immer auf Schlusskurs berechnet. Das heißt, mit dem nächsten Schlusskurs besteht die Möglichkeit, dass der Stop nachzieht, wenn eben eine neue Box oder eine der Ghostbox diese Bewegung erkennt, dass er nachzieht und eine Ghostbox erstellt. Das heißt, kurz zum Vorzeigen, ich sehe hier ein Short-Signal, aber ich mache einen Doppelklick drauf und der Initial Stop ist jetzt nur dafür da, um wirklich die Positionsgröße zu berechnen und ab dann ist schon das, was hier drinnen steht, eben da was Stop, das, also der Stop, der wirklich hier nachziehen ist. Okay, der Herr Bestle fragt noch, ob der Dynamic Scanner auch nur mit Long-Signalen befüllbar ist, wenn Short uninteressant ist. Ich muss gerade überlegen. Es wäre einfach so. Wenn Short für Sie uninteressant ist, wäre die einfachste Möglichkeit, einfach die Short-Listen zuzumachen. Also zum Verständnis, der Dynamic Scanner schnappt sich jeden Wert, der in einer dieser Listen ein Signal ausgibt. Wenn Sie jetzt einfach die Short-Listen hier schließen, weil Sie sagen, ich bin kein Short, also in Short interessiert mich nicht, ich bin im Bullenmarkt und die nächsten 5 Jahre ist sowieso Long angesagt, schließen Sie einfach diese Listen, also über Rechtsklick sagen Sie schließen und schon haben Sie im Dynamic Scanner nur mehr Long-Signale. Das wäre die einfachste Möglichkeit, ohne viel herum zu basteln. Aber wäre ein interessanter Feature-Proposal. Ja, ist ein interessanter Feature-Proposal. Es wäre sozusagen möglich, wenn man sich 2 Analyzer-Sessions erstellt, da müsste man dann mit Conditions noch arbeiten, aber also für die schnelle Hilfe wäre es mal mit den List-Schließungen getan und alles andere müsste dann eigentlich, um es wirklich elegant zu lösen, müsste man es entwickeln. So. Ein Feedback noch von Herrn Hosenfelder, dass unser Logo zu groß ist. Oder da geht es um den Condition Filter. Ist notiert, Herr Rosenfelder. Ich habe es notiert und werde es mal mit den Entwicklern besprechen. Und eine Frage noch, die ist schon vor einer Stunde gepostet worden oder vor einer Dreiviertelstunde vom Herrn Nefischer. Und zwar, ob häufig Fehlsignale zum Beispiel einen Tag vorher entstehen. Würde ich eigentlich nicht sagen. Wenn ein Breakout kommt, ist es dann oftmals schon so, dass hier ordentlich Power reinkommt. Man sieht hier zum Beispiel hier unten, oftmals sind es schon wirklich diese Gaps, wo man vielleicht wirklich zu spät reinkommt, wenn man nicht das Potential-Signal verwendet oder selbst damit kann man natürlich mal ein Gap erwischen, wo man zu spät reinkommt. Aber bei Gaps ist es immer so, dass sie eigentlich sich am Ende ausgleichen, also Up-Gaps, Down-Gaps. Beim Handel ist es normalerweise so statistisch, dass sich Gaps einmal führen und gegeneinander, das gleicht sich ziemlich aus. Aber Sie sehen schon, wenn wirklich das durchbrochen ist, dann kommt da meistens schon ordentlich Power rein. Und meistens ist es auch ein Zeichen, wenn halt keine Power reinkommt, kein Momentum, dann ist es vielleicht auch Zeit, frühzeitig auszusteigen. Einfach weil man sieht, okay, da war es Strategie. Ich denke ja, dass hier sehr schnell Momentum reinkommt. Wenn das nicht passiert, könnte ich manuell überlegen, möchte ich den Trade noch haben, entspricht er noch meinem Setup? Entspricht er dem Gedanken von Davos, dass hier schnell Momentum reinkommt und wenn ich das nicht mehr bejahen kann, kann man auch dann sagen, okay, dann muss ich manuell eingreifen. Wobei man dann natürlich das so gering wie möglich halten sollte, um wirklich die Strategie ordentlich durchzuziehen. Herr Meyer fragt noch, ist es nicht möglich, Long-Only einzustellen im Dynamics Scanner? Es ist nicht möglich, weil hier die Signalrichtung ausgestellt ist, weil er wirklich. Also normalerweise kann man ja hier die Signalrichtung einstellen. Hier ist auch auf nur Short. Aber was der Dynamic Scanner macht, ist, er nimmt sich ja alles, was hier links passiert. Man kann sich auch mehrere Dynamic Scanner nebeneinander auflegen
Man könnte eine Session erstellen, wo man sagt, es ist nur da was long und eine nur da was short. Dann nimmt man hier nur da was long und in den, dann noch einen Dynamics genau aufmachen und geht auf da was short. So, aber das sind jetzt schon, also wenn auch da noch wer Fragen hat, am besten auch noch Mail schreiben oder direkt in Machina. Gibt es ja hier jetzt die neue Support-Funktion über das Support-Menü, Create Sales Support Ticket. Also es ist, da kann Sie einfach hier dann über allgemeine Anfrage und dann gibt es sogar noch Add-ons, schreiben Sie hier rein. Wenn Sie Anfragen haben dazu zum Beispiel oder auch wenn Sie Kaufanfragen haben, gibt es genauso Add-ons, schreiben uns hier rein und so ist wirklich, das ist die Möglichkeit, wie Sie am schnellsten auch Support bekommen. Gut, 1,5 Stunden haben wir hier gebraucht. Ich glaube, wir sind durch mit unserem Text. Ich schaue einmal noch ganz kurz durch. Den habe ich hier eine Frage übersehen. Nein, schaut nicht so aus. Super. Ja gut. Dann ist es wohl Zeit fürs Feierabendbier. Bin dabei. Okay, ja. Es kommen keine Fragen mehr. Das heißt, wir bedanken uns mal ganz herzlich für die zahlreiche Teilnahme. Freut uns sehr, dass selbst beim schönen Grillwetter Sie sich Zeit genommen haben für uns. Wir hoffen natürlich, dass wir einiges hier mitgeben konnten. Und ja, wie gesagt, bei Fragen, ich habe Ihnen das Menü gezeigt, Imagina, das Support-Menü, schreiben Sie uns einfach, holen Sie sich eine Demo, nutzen Sie den Aktionspreis noch und machen Sie sich einen schönen Abend und bis zum nächsten Webinar mit uns. Macht es gut. Ciao.